Ja, hallo, das ist unser Projekt, den sogenannten Draw Unser Problem war halt, wir wollten eine Maschine bauen, die auch Menschen, die zum Beispiel behindert sind, zum Beispiel keinen Stift halten können, dass auch die vielleicht Impressionen oder Gedanken einfach zeichnen können. Unser Endprodukt war ein Roboter, der durch Sprache zeichnet. Und dabei haben wir auch eine gute Idee, die Welt verbessern, nämlich. Ja, zu den Technologien, die wir verwendet haben. Der Aufbau sieht einmal so aus, wie man hier rechts auch erkennen kann. Also so soll es aussehen und so sieht es aus. Ja, um die Sprache wegen der Sprachbedienung in Text umzuwandeln, habe ich ein Python-Skript geschrieben, das dafür sorgt, dass die hoffentlich gut erkannte Sprache dann auch gut in Text eben umgewandelt wird. Und um den Text dann in ein Bild umzuwandeln, haben wir eine Open Source AI benutzt, die auf Basis von Text halt Bilder generiert. Die nennt sich Automatic 1111 und kann mit verschiedenen Modellen gespeist werden, dass man also verschiedenartige Bilder damit zeichnen kann. In diesem Fall haben wir das Modell LineArt 10 genutzt und die Arme, um das am Ende zu zeichnen, haben wir unter anderem mit dem 3D-Drucker und Lasercutter erstellt. Genau. Eine Hürde, die wir da noch hatten, ist, dass man so natürlich erstmal ein Bild hat, aber wir haben jetzt keinen Drucker, der einfach ein beliebiges Bild drucken kann, sondern wir haben ja einen Stift an einem kleinen Ärmchen. Das heißt, wir können eigentlich nur Linien zeichnen. Das heißt, der nächste Aufgabenschritt war es dann, aus diesem Bild ganz viele Pfade oder Striche zu machen, mit denen wir das Bild wiederherstellen können. Ja, das habe ich mittels OpenCV gemacht. Das ist eine Bibliothek, um am Computer Bilder zu interpretieren, zu bearbeiten, alles Mögliche damit zu machen. Ich bleibe kurz ein bisschen da, sorry. Ja, das heißt, hier sieht man einmal beispielhaft links quasi einen Schritt-für-Schritt-Durchlauf, wie ein Bild zu Strichen verarbeitet wird. Das heißt, wir haben zuerst ein Bild, was schon sehr so aussieht, als wäre es nur Striche, aber es besteht aus ganz vielen Pixeln und ziemlich dicken Strichen. Danach machen wir quasi ein Schwarz-Weiß-Bild daraus und sagen, was soll alles angemalt sein und was alles nicht. Das ist der zweite Schritt. Danach noch so ein Zwischenschritt, den sieht man ganz oben rechts. Dort werden besonders große Flächen nochmal quasi ausgehöhlt, damit diese nicht nur später ein kleiner Punkt werden, sondern umrandet werden. Danach macht man ein Skeleton aus dieser quasi Hülle des Bildes. Das heißt, man verdünnert die Linien so lange, bis man wirklich nur schmale Linien hat, die man danach mit dem Roboter nachzeichnen kann. Rechts sieht man einmal in groß, wie das dann für dieses Beispielauge aussehen würde. Hier ist ein Beispiel an einem Bild, was tatsächlich aus unserer AI kommt, also dieser Rucksack. So kommt er dann aus dem Text zu Bildschritt quasi raus. Und dann sind zwei verschiedene Varianten, je nachdem, wie man meinen Algorithmus einstellt, was rauskommen kann. Also entweder wirklich nur die Strichpfade quasi, eine Ganzstrichzeichnung oder eine, die mit mehr Schraffierung arbeitet, um noch ein bisschen Helligkeit reinzubringen. Und ein Alpaka. Aus den Faden müssen dann halt natürlich die Bilder entstehen. Das Problem ist halt, wir haben jetzt einfach, der Roboter hat gerade einfach nur eine Linie. Aber eine Linie ist einfach nur ein Strich, der geht von A nach B. Wir müssen die Winkel für die jeweiligen Motoren errechnen, damit der Stift tatsächlich von A nach B kommt. Dazu benutzen wir eine Technik, das heißt inverse Kinematik. Die hat einen Punkt. Und je nachdem, die weiß halt, wie lange die Arme sind und die kann errechnen, wie viel sich die Motoren drehen müssen, damit der Stift zum Punkt kommt. Ja, genau. Und wie diese Winkel, die berechnet wurden, dann also im Endeffekt aus Papier kommen, ist halt wie folgt. Also wir haben quasi eigene Motoren dran gemacht, sogenannte Servos. Und die haben wir einmal hier zur Lenkung am, ich sage mal, Oberarm. Dann haben wir noch einen in der Mitte für die spezifischere Lenkung quasi, wie der Stift dann genau eingestellt ist. Und wir haben auch noch einen Servo, der die Höhe
quasi berechnen soll. Also, dass der Stift nicht so, wie er jetzt gerade es tut, auf dem Papier ist. Also wir hatten leider nicht genug Zeit, das genauer auszuprobieren und zu testen. Deswegen funktioniert es jetzt noch nicht. Ja, genau. Jetzt folgt die Live-Demo. Freddy, was? Aber machen wir das mit dem Viereck? Ja, wie schon gesagt, also unser Modell ist leider nicht rechtzeitig fertig geworden. Wir versuchen es zum Starten zu bringen, aber es möchte nicht, manchmal tut es, manchmal nicht. Also ja, wir müssen halt gucken. Ja, das ist aktuell die API, die die KI ansteuert, so wie hier oben das, womit die Sprache dann letztendlich in Text umgewandelt wird. Und wir könnten das jetzt hoffentlich einmal demonstrieren, wenn die KI sich nicht heute überlegt hat, uns nicht zu mögen. Wir bräuchten dann einmal jemanden, der ein Wort reinwirft, was die KI zeichnen soll. Ein Brot, ja, das ist eine gute Idee. Das muss man jetzt leider aktuell noch auf Englisch der KI sagen, weil die auf Englisch halt trainiert wurde, also auf Deutsch geht's noch nicht. Bread. So, und jetzt rechnet sie rum und jetzt sollte eigentlich hier links gleich ein Bild erscheinen, theoretisch. Vielleicht, möglicherweise, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Er rechnet noch. Es scheint ein wenig zu dauern. Das Brot wird erst noch gebacken. Tatsächlich ist Bacon. Ja, während die KI umrechnet, kann man dazu eben passend direkt mal sagen, was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist das Ganze, um es marktreif zu machen, auf einem Server laufen zu lassen, weil, jetzt ist es fertig geworden, als ich gerade angefangen habe, weil das aktuell noch sehr rechenintensiv ist. Also das sind jetzt Gaming-Laptops, die packen das ganz gut, aber zu Hause auf einem ganz normalen Office-Laptop zum Beispiel würde das nochmal deutlich länger dauern. Man kann zwar einstellen, dass die KI nicht so genau ist, dann dauert es weniger lang und braucht weniger Rechenleistung, dann werden aber auch die Bilder immer schlechter. Und wir lassen uns jetzt mal von unserem Brot überraschen. Ja, das ist, was eine KI unter Brot versteht. So, dann. Ja, Fabio, kannst du mal weiter moderieren? Es wird. Upp. Nein. Also gleich sehen wir jetzt auch noch, wenn der. Ah, es wird geladen. Das ist nochmal unser Code. Wir haben Bibliotheken verwendet, die online zu finden waren. Also ja. Wir wollen das zeigen. Okay, also wir haben ja hier offensichtlich ganz fleißig gebastelt und das funktioniert ein bisschen. Also ein paar Striche können gezeichnet werden. Also die Striche, die da bereits drauf sind, wurden auch schon damit gemacht. Ja, also ist gerade noch ein bisschen in Bearbeitung und der Strich ist irgendwie immer so quasi die gleiche Linie. Aber wir dachten uns, für die Zeit ist das wohl besser als nichts. Und es ist gerade tatsächlich auch der erste Versuch. Also wir haben das jetzt auf der Bühne zum ersten Mal alles zusammen verbunden. Es war so ein bisschen zufällig, ob das jetzt klappt oder nicht. Aber wir sind sehr zufrieden, dass da ein paar Striche rauskommen. Und das Blatt auch gleich durchgedrückt ist, wenn das so weitergeht.
Ja, also woran wir arbeiten würden, ist ja auch, was man hier ganz gut sieht. Wir haben hier unten eine Rolle dran gemacht, damit dieser Arm quasi unterstützt ist, dass der nicht irgendwann aufsetzt und dann so dann quasi weniger Kontrolle hätte. Sowas müsste man auch noch für den größeren Arm machen, da dieser vor allem hinten, wo beide zusammentreffen auf dem Servo, das ist einfach zu viel Gewicht und deswegen hängt es auch ein bisschen runter dort, aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm, es kann trotzdem malen. Genau. Und ja, man müsste eben noch gucken, wie man das verbindet mit zum Beispiel Brot, dass dann da auch ein Brot gezeichnet wird tatsächlich, genauso wie man es sich wünscht und eben nicht diese zufälligen Striche. Aktuell ist, wie schon gesagt wurde, aktuell ist halt, alles ist noch auf dem PC. Das ist sehr leistungsaufwendig. Das sind jetzt sehr leistungsstarke PCs. Deshalb könnte zum Beispiel der durchschnittliche Haus-Laptop könnte es wahrscheinlich schlecht packen. Deshalb denken wir darüber nach, es auf einen Server zu hosten, damit es für jeden frei und zugänglich ist. Danke fürs Zuschauen und nochmal ganz großen Danke an meine Kameraden und unser Menti-Team dafür, dass sie uns unterstützt haben. Danke auch ans Orga-Team sowie dem Jugendzentrum Digital dafür, dass wir es einfach hier machen dürfen.